Servus Leute und herzlich willkommen hier bei Dustin kriegt die Krise. Der wird gerade irgendwie hart gehauen oder was auch immer. Lars, kennst du, der ohne Witz, da war so ein Spawner, da war ein Typ, der hat mich mit ihm abgeworfen. Eine Hexe höchstens, oder? Das war ein Typ. Ein Typ? Vielleicht war es ein Zombie-Dorfbewohner oder so ein Scheiß. Ja, genau, der sah aus wie ein Dorfbewohner, ohne Spaß. Ja, das gibt's. Das sind so Zombies. Wenn die von, wenn Dorfbewohner von Zombies, ich weiß es nicht genau, ich habe noch nie einen gesehen, ehrlich gesagt. Hab nur gehört, dass es die gibt. Oh, wer hat ein Achievement? Getting Wood, Alter, ich habe Achievement gekriegt hier. Auf jeden Fall. Ist noch ein Spawner. Lars hat gerade freundlicherweise mal nachgeguckt, was man alles für eine Leine braucht. Und dabei haben wir festgestellt, dass ich komplett unnötig hier Leder sammeln gehe. Ohne Spaß, du dumme Spinne, was willst du von mir, ey? Jetzt kann ich schon wieder nicht rennen, Alter. Wie schnell verbraucht man bitte hier Essen, Mann? Das nervt ja. Bei mir ist ja komischerweise, ich verbrauche echt wenig. Echt? Ja, weil du nicht die ganze Zeit am Rennen bist. Ja, okay, das stimmt natürlich auch wieder. Ich renne hier rum wie ein Bekloppter. Er stirbt nicht! Warum stirbt er nicht? Aber ich meine, er kämpft die ganze Zeit. Das dürfte doch auch relativ ziehen. Okay, der ist tot. Ich weiß ich schon, ja. Du Mörder, du. Ja, tut mir leid, er hat mich mit dem Giftdrang abgeworfen. So, auf jeden Fall, was brauchen wir nochmal? Faden und Slimeball oder sowas, ne? Ja. Gibt natürlich Sinn. Ganz klar. Mach die Monster einfach hier Sinn, ey. Wenn du bei mir über Hexet, Alter, da kriegst du richtig auf die Fresse, ey. Ja, da gibt's ja auch rare Monster und so, ja. Ey, die hauen dir richtig auf die Fresse. Okay. Ja, ich habe nur gesehen, dass es irgendwie Piraten gibt oder sowas, habe ich gesehen. Da gibt's ja so Piratenschiffe und so. Das ist eigentlich ganz geil. So. Alter, schwimm schneller. Oh, echt, Trim hätten wir echt die Fackel weg, du Bob. Ich finde, man hätte auch vielleicht machen können. Hab ich mich erschreckt, ey, ohne Spaß. Dass man irgendwie größere Boote oder sowas bauen kann, das fände ich auch mal ganz nice. Dass man so ein 3-Personen-Boot oder sowas, wo man dann noch eine Kiste reinmachen kann oder so. Okay, ich habe eine Kiste gefunden. Und? Na, warte, erstmal alles ausleuchten, weißt du, immer so Überraschungsmoment verhindern. So, komm, dann reicht erstmal, komm, bitte. Kürbis und Melone, ja super. Haben wir ja nicht schon beides oder so. Nee. Haben wir Melone? Wir haben keine Melone, du. Ja, doch, Melone haben wir. Sicher? Nee. Guck auf meiner Farm. Echt? Ja, doch. Okay, ich guck, ich lauf grad hin. Ach man, ist jetzt nervig und gleich muss ich wieder los und Pferde suchen. Aber egal, ich will jetzt unbedingt ein Pferd haben, Leute. Ich spiele jetzt hier so lange. Planlos, ohne irgendwas groß zu machen. Kann nicht sein, ey. Ohne Scheiß. Ich will jetzt unbedingt ein Pferd haben, weil die haben so Stil, die Dinger. Ja, Zombie, was gehabt, hm? Zwar habe ich da noch kein Sattel. Kann man da nicht einen Standardsattel? Ach nee, den muss man finden, gell? Aber wir haben einen Sattel, wir haben sogar einen Sattel. Wir haben nämlich... Ich kann auch Sattel mitbringen. Ja, wir haben... Aber du hast eine Rüstung, oder? Du hast eine Rüstung für ein Pferd. Ich finde ganz viele in Kisten. Also Sattel finde ich genug. Echt? Okay, das ist gut. Aber du kannst gerne mal ein paar mitbringen, wenn du noch irgendwie Platz findest. Wenn ich Platz hab, wenn ich echt keine Karotten finde, dann kann ich das machen, ja. Okay. Nee, weil einen Sattel haben wir auf jeden Fall an einem Schwein hängen. Müssen wir halt schnell mal... Den kriegst du da aber, glaube ich, nicht mehr runter. Doch, ich glaube schon, man muss es tothauen, dann hat man wieder. So gemein bin ich nicht. Ach so, so gemein bist du nicht? Ja doch, das würde ich gnadenlos durchziehen, du. Dann machen wir uns ein schönes Schnitzel und reiten auf unserem Pferd weg. Lasagne. Genau. Ja genau, wir nennen das Pferd Lasagne von wegen Karl hier. Das wär auch geil. Ja, ich habe ja noch einen Spawner, jetzt muss ich nur in die Kiste davon finden. Oh, Rennen. Ey, ohne Witz, Mann, beim Rennen verbraucht man so viel Essen, ja. Ich bin jetzt schon wieder am Fressen hier. Okay, ich renne echt gar nicht, das stimmt. Da ist der Sattel, aber erst holen wir uns ein Pferd, Leute. Wobei, echt, wir müssten... Nee, den Sattel lassen wir hier. Nicht, dass noch, dass ich drauf gehe und dann der Sattel weg ist, oder was? Weißt du, seiner Pferde muss man einfach nur anleihen, ja, dann ist es in Ordnung. Kann sein. Ich hab mit Pferden keine Erfahrung. Sind die scheu oder so? Rennen die weg? Ich glaube ja. Oh fuck. Wie macht man das, anschleichen? Gibt's überhaupt sowas? Sneaky gibt's. Keine Kiste. Weiß ich nicht. Ja, aber wir werden... So. Mach ich auch schon die ganze Zeit. Ich muss auch die ganze Zeit Holz abbauen. Und so? Das ist im Dungeon halt ziemlich gut. Kann man mehrere Pferde gleichzeitig hinter sich herziehen? Nee, ne? Nur eins.
Ich glaube nur eins. Wie muss man denn das anordnen? Braucht man da mehrere Strings? Das ist ja Hammer, als wenn wir voll die Profis wären, keine Ahnung. Ja, nee, Lars hat ja vorher nachgeguckt und hat er gesagt, wir brauchen Faden und Slimeball. Mit einem Faden und einem Slimeball ist nur leider nicht getan. Ach so, warte. Da muss ich nochmal auf die Seite. Du brauchst 1, 5 Faden, glaube ich. Ja, beim Sattel. Nein. Ey, das kann echt nicht wahr sein, ey. Egal, ich hab noch so viel Mine. Ja, 4 Leinen, ne, also 4 Fäden und ein Schleimball. Und die irgendwie rein, oder wie? Oben links muss der erste Faden, dann oben in der Mitte, dann in der mittleren Spalte links, ganz in der Mitte ins Slimeball und ganz unten rechts noch ein Faden. Alles klar, ja, gibt natürlich Sinn, die so anzuordnen, ansonsten geht ja gar nichts. Aber ich habe jetzt 2 Leinen wenigstens rausgekriegt, das Ganze in Ordnung. Ja. Gut. Leder packen wir da auch mal rein. Ah genau, wir hatten mal viel Leder. Und ich habe 2 Schallplatten. Das ist auch ganz cool, obwohl die mega unnütz sind. Und die Musik ist auch noch scheiße drauf, aber in Ordnung. Aber egal, ob es auch einer haben will. Ah ja, klar. Nee, ich habe eigentlich schon welche. Sag doch mal die Koordinaten an. Minus 200 und 250. Was mir eingefallen ist, Leute, wir hatten mal übertrieben viel Leder. Und dann kam das denn auf die Idee, ach, bauen wir doch mal Bücherregale. Genau. Ja. Das kann auch sein. Und dann, Ding, hatten wir auf einmal kein Leder mehr. Ah, ich nehme noch ein bisschen Brot mit. Brauche ich auch noch ein bisschen was. Brot. Wo haben wir Brot hier? Ah, da haben wir doch noch schönes. Was für eine Höhe bin ich denn? 13. Okay. Alter. So. Kannst auch ein Schwein und so anleihen, ne? Echt? Ja, Schweine, Schafe, Kühe, Hühner, Tintenfische, Pilzkühe. Okay, ja, was bringt denn das? Das bockt doch gar nicht, was wegen die Anleihen. Weiß ich nicht, aber man kann's. Okay, alles klar, okay. Ja, ist auf jeden Fall mal eine Information, was die mir jetzt genau bringen soll, weiß ich jetzt auch nicht. Aber egal. Man kann's auf jeden Fall, das ist schon mal gar nicht schlecht. Oh, jetzt wird's gerade Nacht, Leute. Och nö. Ach, hier war ich schon, schade. Hier war ich auch schon. Ach nee, da habe ich jetzt aber keine Lust drauf auf Nacht hier. Ja egal Leute, ich kämpfe mich durch, ich habe doch eigentlich 0 Rüstung, das ist natürlich Profi-Voraussetzung, aber egal. Ich renne jetzt einfach mal in die Richtung hier, weil da hinten war ja gerade nicht so viel, deswegen renne ich hier so randommäßig rein. Koordinaten habe ich im Kopf und ich renne jetzt einfach in die Nacht und kill alles, was mir entgegenkommt, hoffe ich. Oder es killt mich. Das sehen wir dann. Kommen Sie gerade... Und mein, unser Haus, ich bin zu Hause. Yay. Oder was, aber nicht weit weg? Nee, gell? Irgendwie nicht so die Megastrecken. Boah, da kommt ja kein Riesenozean hier. Egal, ich mache jetzt hier Parkour-Jump über die... Ah, oh, das geht ja auch gut. Alter, was ist denn das? Ist ja riesenlang, aber ich glaube, da habe ich mich schon mal drüber aufgeregt. Egal. Leute, wir schwimmen jetzt einfach mal eine Runde. War ich hier schon... Problem ist halt, ich meine, so mit Ausfackeln ist ja okay, weißt du, aber man hat halt so Stellen, wo man noch weiß, okay, da gehe ich später lang und die sucht man dann. Okay, hier war eine Kiste, da könnte ich zum Beispiel schon mal was reintun. Ja, super Brot haben wir hier drin, Kürbiskerne und Melonen. Waren jetzt eigentlich Melonen da? Achso, ich habe gar nicht nachgeguckt. Lars, du bist doch gerade da. Kannst ja mal, wenn du oben im Haus bist, mal eben. Nimm die mal so lange mit. Ich glaube aber, oder Melonen? Ich bin mir da nicht sicher, ohne Witz. Also Kürbisse 100%. Ah doch, Melonen habe ich auch angepflanzt. Ja, doch, auf jeden Fall. Ja, ich aber auch. Ja. Okay, dann habe ich es verplant. Oh, schön, da ist die Welt hier. Nice, Leute, da fängt die Welt neu an. Das heißt, hier ist jetzt ein neues Biom oder alles neu auf jeden Fall. Schön abgehackt natürlich. Das hätten sie irgendwie auch bessere Übergang machen können oder so. Aber abgehackt ist bei mir in Höhle komischerweise aber auch, wenn ich ehrlich sein soll. Ja, das sind dort ist noch keine Melonen angepflanzt. Nee, gell? Echt nicht? Sag ich doch, ohne Scheiß. Nur Kürbisse und... Aber haben wir denn Melonenkerne? Nee. Bringen wir auf jeden Fall mit, wir haben keine Melonen. Und Kakao hast du angebaut. Ach, Kakao war das, ja, okay, also Melonen mitbringen, sagst du? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich hab keine Fackel mehr. Okay. Ich bin jetzt hier gerade in eine neue Sache, neues Biom. Oh, da ist auch so ein Zombie-Dorfbewohner, Heini. Ja, der wirft dich ab, passt gut auf. Ich hab Pfeil und Bogen. Macht richtig Schaden. Pfeil und Bogen, ich schieß den jetzt einfach ab.
Ich hatte volle Rüstung oder so, der hat mir mal mit seinem Scheißgriff bestimmt sehr viel Leben abgezogen. Ich hab gedacht, ich verreck. Echt? Oh, aber Ja, die machen echt, also bei mir hat der der Schaden verträgt gemacht. nur, hat nur 2 Schüsse oder so gebraucht. Droppt irgendwas Nices? Kann bestimmt, aber bei mir war jetzt nicht. Ja, egal, mir hat da gar nichts gedroppt, außer ein bisschen Erfahrung, aber egal, ist in Ordnung. Da sind jetzt noch gerade ein paar Kühe. Die muss ich jetzt. Okay, dann haben wir schon mal Melonen. Da habe ich ja Ja, wenigstens schon mal eben, erreicht. ich Das ist ja sag's schon da. mal was. Ohne Witz, Melonen, das war nämlich immer das Problem. Ich habe nämlich auch mal gedacht, so, wir haben eins von beiden, wusste ich, dass wir es haben, das ist ein Zombie. Muss natürlich auch noch gekillt werden. Was ist denn das hier gerade für eine unwirkliche Landschaft hier? Das ist ja unglaublich. Hopp, stirb du. Danke. So. Also ich kill nochmal eben hier die Kühe. Und dann. Dann haben wir schon mal Melonen, das ist ja schon was, ne? Kann ich mal was Neues Alter, hier sind anpflanzen. sau viele Kühe. Aber egal, ein bisschen Leder kann nicht schaden. Kill. Ist auch noch 100 Brunnen Spawner. Oh Mann, oh Mann. So, jetzt komm schon. Wie viele Kühe sind hier gerade? Ist ja unglaublich. Also so 100% hier, wenn ich schlag, dann, dass es Oh, hier war direkt ich schon. übertragen wird, ist auch nicht bei mir so. Nervt ein bisschen, aber. Aber hey, kann man mit leben, kann man mit leben. Und ich würde sagen, die eine Kuh kriegen wir jetzt noch. Also hier sind gerade sau viele Kühe, aber auch leider sau viele Zombies und so und Zeugs. Renn in meine Richtung oder stirbt gleich. Das ist schön. Ich würde sagen, Leute, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich überlebe die Nacht auf jeden Fall und finde vielleicht noch ein Pferd. Das war's für diesen Part. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.